Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Unionsparteien haben die SPD mitverantwortlich gemacht für die Krawalle bei der Wahlkundgebung des CSU-Vorsitzenden Strauß gestern Abend in Bremen. In Bonn meinte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion Jenninger, es sei die Saat einer zügellosen, von der SPD mit allen Mitteln geförderten Hasskampagne aufgegangen. CSU-Generalsekretär Stoiber erklärte, die SPD habe erneut gemeinsam mit Kommunisten und organisierten Störern ein Klima des Hasses und der Gewalt erzeugt. Die Bremer SPD und Finanzsenator Schärf hätten dazu aufgerufen, die kommunistische Kundgebung gegen Strauß zu unterstützen. SPD-Vorstandssprecher Schwarz warf der CDU-CSU eine konzertierte Aktion der Unterstellungen und Verleumdungen vor. Es solle die Tatsache überdeckt werden, dass in der Union die Bereitschaft zur Solidarität mit Strauß schwinde. Schwarz bedauerte die Krawalle, die Strauß erlaubten, in Sachfragen zu kneifen und die verfolgte Unschuld zu spielen. Vor der Bremer Stadthalle waren gestern Abend bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei 10 Beamte verletzt worden, während die Strauß-Kundgebung im Saal selbst kaum gestört wurde. Mit der Auseinandersetzung zwischen SPD-Bundesgeschäftsführer Bahr und dem CSU-Vorsitzenden Strauß wird sich das Bochumer Landgericht am nächsten Mittwoch befassen. Es hat beide Politiker aufgefordert, persönlich zu der mündlichen Verhandlung zu erscheinen. Bahr hat gegen Strauß auf Unterlassung der Behauptung geklagt, der SPD-Geschäftsführer sei Initiator der Krawalle bei den Wahlkundgebungen des CSU-Vorsitzenden Essen und Köln gewesen. Dazu hatte Strauß zum Wochenbeginn erklärt, er habe Informationen aus SPD-Kreisen wiedergegeben. Es geht um die Darstellung, die Rolle Bahrs im Zusammenhang mit den Krawallen sei bei einem Gespräch des Geschäftsführers mit den SPD-Politikern Schmidt, Brandt, Wehner und Rau erörtert worden. Dazu teilte Bahr mit, dem Gericht würden gegebenenfalls eidesstattliche Erklärungen dieser Politiker vorgelegt, wonach es ein solches Treffen nicht gegeben habe. Das Bundeskabinett hat noch keine Entscheidung darüber gefällt, ob Medien wie Kabelfernsehen, Bildschirmtext und Videotext dem Rundfunk oder der Presse zugeordnet werden sollen. Regierungssprecher Bölling sagte nach der heutigen Kabinettssitzung, derzeit könnten Sinn und Notwendigkeit solcher Medien noch nicht abschließend beurteilt werden. Die Minister seien sich darin einig gewesen, dass bei einer Entscheidung die Interessen einer humanen Gesellschaft berücksichtigt werden müssten. Auch müsse nicht notwendigerweise alles realisiert werden, was technisch möglich sei. Die Vorhersage machte Herr Dr. Harländer. Im Heute-Journal um 21 Uhr mehr über die politischen Konsequenzen des Hamburger Giftgasskandals. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.